Das Methadon hat während der Behandlung meiner Palliativpatienten mich immer wieder erstaunen lassen, dass es diesen Patienten unter dem Methadon deutlich besser geht als unter den Opiaten, die sie vorher bekommen haben. Und dass es ihnen nicht nur deutlich besser geht, sondern dass sie buchstäblich auflebten. Und ich den Eindruck hatte, dass sie auch deutlich länger leben, als ich ihnen das hätte zugestehen können bei der Aufnahme ins Hospiz. Also Methadon ist nicht nur ein Medikament für Palliativpatienten, sondern für eigentlich alle Schmerzpatienten, nicht nur Tumorschmerzpatienten. Wobei man sagen muss, dass bei Schmerzen im Rücken oder Wirbelsäulen- oder Skelettschmerzen es sicherlich ein Mittel der ferneren Wahl ist. Aber bei allen chronischen Schmerzen ist es ein Mittel, was aufgrund seiner geringen Nebenwirkungsbreite, seiner hohen Wirkbreite und seiner langen Wirkdauer eigentlich Mittel der Wahl sein sollte. Methadon ist ein Medikament, was seit langer, langer Zeit gegen Drogenabhängigkeit eingesetzt wird. Weil Methadon ein Medikament ist, was eine einzigartige Eigenschaft hat unter all diesen Substanzen. Es macht zwar abhängig, das heißt, wenn ich es eine Zeit lang genommen habe, kriege ich Entzugserscheinungen, wenn ich es absetze. Aber es macht nicht süchtig. Ganz einfach deswegen, weil es keine Euphorie auslöst. Wohingegen alle anderen Stoffe, die über den sogenannten Mu-Rezeptor wirken, süchtig machen. Opiate sind Abkömmlinge vom natürlich vorkommenden Opium und Opioide sind künstlich erzeugte, gleichwirksame Medikamente. Eigentlich wirken sie alle über den gleichen Mechanismus. Man muss dazu aber allerdings wissen, dass die Abkömmlinge von vom natürlich vorkommenden Opium nur relativ kurze Wirkdauern haben und deswegen in einer bestimmten Zubereitungsform hergestellt werden müssen, sogenannter Retardierung, damit sie länger wirken. Diese Retardierung macht sehr viele Probleme, vor allen Dingen in den Endstadien schwerer Erkrankungen, wo das Schlucken nicht mehr möglich ist. Und das umgeht man, wenn man Methadon nimmt, weil Methadon von sich aus schon eine 24-stündige Wirkung hat und nicht geschluckt werden muss, weil es über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Das heißt, es ist schlicht und einfach das einfacher anzuwendende Medikament und es macht vor allen Dingen nicht benommen oder belämmert, sondern es macht munter, wach und verscheucht depressive Stimmungen. Methadon hat gegenüber allen anderen eher weniger Nebenwirkungen. Alle Opiate können Albträume machen, alle Opiate können allergische Reaktionen machen, alle Opiate haben ihr Hauptproblem an Nebenwirkungen eigentlich in der Verstopfung. Und gerade in der Verstopfung ist es so, dass offenbar Methadon aufgrund einer Resorption im oberen Magen-Darm-Trakt weniger Verstopfung macht als vergleichsweise andere. Die Resorption von aufklebbaren, also sogenannten Morphin- oder Opioidpflastern, ist ein Problem, was in dem Endstadium von bösartigen Erkrankungen häufig eine Krux darstellt. Denn wenn man jemandem, der nicht schlucken kann, ein Pflaster aufklebt, dann resorbiert der dieses Pflaster auch nicht mehr oder den Inhalt nicht mehr, weil die Durchblutung nicht mehr da ist und das notwendige Unterhautfettgewebe nicht mehr da ist. Das heißt also, gerade die armen Kreaturen, die am Ende ihres Lebens sind, haben mit solchen Systemen eigentlich nichts außer Schmerzen zu erwarten. Etwas, was ein Problem ist, seitdem ich mich mit dem Methadon beschäftige, ist, Informationen über Methadon zu bekommen. Es ist nicht so, wie es sonst üblicherweise in der Ärzteschaft ist, dass man die Informationen frei Haus geliefert bekommt. Man muss sich intensiv selbst um Informationen kümmern. Es gibt auch keine Lehrbücher, die auf dem Stand von heute sind. Die Anwendung von Methadon ist, wenn man einmal ordentlich informiert worden ist, ein relativ einfaches Geschehen.
jeder Arzt kann sich informieren, wenn er will, auch direkt bei mir, wie es anwenden soll. Patienten sollten wissen, dass man Methadon nicht in den Kühlschrank stellt und dass man Methadon möglichst dahin stellt, wo Kinder nicht drankommen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil es eben für Kinder schon mit wenigen Tropfen ausreichend ist, um sie in einen Atemstillstand reinzubringen. Eines von den Problemen, die mir immer wieder vorgehalten wird, es gibt keine Umrechnungsformel für die Umrechnung der Wirksamkeit verschiedener Opiate oder Opioide auf die Wirksamkeit von Methadon. Es gibt in der Tat keine Formel, aber ich habe Anfang dieses Jahres eine Kurve veröffentlicht. Aus dieser Kurve kann man ablesen, wie viel Milligramm Methadon, wie viel Milligramm Morphin-Äquivalent entspricht. Das heißt, Sie gehen einfach in der Kurve auf den Schnittpunkt von 2 Grad und damit wissen Sie, wie viel Milligramm Morphin, wie viel Milligramm Methadon bedeuten. 20 Tropfen Methadonlösung sind 10 Milligramm Methadon und damit haben Sie eigentlich das Rüstzeug, um damit umgehen zu können.